slipper. Then I'm the macho like Randy. The club will go out to the granny. Then nigga follow your banner. The killers on his hand. Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Aufnahme von Batman. Ja, wir befinden uns an der Stelle, wo wir letztes Mal schon aufgehört haben und uns entscheiden wollten, ob wir links oder rechts lang gehen. Ich würde jetzt einfach erstmal vorschlagen, wir gehen nach links, damit wir dann ja auf dem Rückweg einfach, könnten wir noch andersrum machen, aber ist egal. So, wir rennen jetzt erstmal hier rum. Ja, das ging schnell. Das kennen jetzt echt mal. Boss, alles erledigt. Ja. Los, Batman! Cash, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wie mutig! Klatscht für Mr. Cash in die Hände. Er kann eine gebrauchen. Wenn ich rauskomme, wirst du dich totlachen. Du musst uns helfen. Wenn du das Gas aus dem Raum lässt, könnten der Doc und ich hier raus. Bin dabei. Immer Gas. Doc hat was für Gas übrig. So. Wir scannen jetzt erstmal. Okay, da ist ein Kasten. Und das wird wahrscheinlich eh wieder so laufen wie mit den... Das Ventilator 1 Strom erhält. Du würdest schon tot sein. Können wir darüber? Du hast gesehen, was das Zeug anrichtet. Oh, ich wollte da noch rüberfliegen. Der ist jetzt zwar ins Gas gefallen, aber schade nicht. Ich kann den Mann nicht sterben lassen. Ich muss den Raum so schnell wie möglich entgiften. Ja, aber wie denn? Mein Gott. Wenn wir denn... Ja, danke, dass ich nicht geglitten bin. Ich hab gerade tatsächlich... Ah, jetzt. X. Achso, X war das, genau. Zck. Jetzt aber. Drum der Ventilator 2. Er macht es doch. Wir sind hier bald raus. Bleib cool. Oh, es gibt noch einen. Alle drei Ventilatoren sind aktiv. Wir haben volle Kraft. Der Raum sollte gleich leer sein. Überraschung, Überraschung. Batman kommt gerade rechtzeitig. Das nächste Mal, Cash, erschieße ich dich. Und hab's endlich geschafft. Wenn wir dann nicht auch wieder zur Stelle sind. Aaron Cash, einer der erfahrensten und meist... respektierten Wachmänner der Anstalt von Arkham, fürchtet nur einen Patienten, Killer Croc, obwohl ihn dieser während eines Aufstands schwer verletzt hatte, ist Cash bis heute entschlossen, die Patienten der Anstalt im Zaum zu halten und seine Angst vor Croc zu überwinden. Okay. Karte und Ziel. Jetzt müssen wir einfach geradeaus ran, sozusagen. Abi, hallo, ich würde gerne weg, ne? So. Lala, kommen wir hier wieder raus, bitte schön. Wir rennen erstmal da ein. Warum habe ich die Intensivbehandlung verlassen? Ich hätte schon dafür gesorgt, dass der Freak bleibt, wo er hingehört. Okay. Hier können wir erstmal nichts mehr machen, glaube ich. Ist das der richtige Weg?
Nein, ist es nicht. Das war nur ein Raum. Ventilator, Ventilator. Geht's hier raus? Wahrscheinlich. Top. Ja, das war der richtige Weg. Das medizinische Personal braucht meine Hilfe. Bin dabei. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Hä? Unsere Ergebnisse haben zu Debatten geführt, ob die Psychose an sich neurotoxisch ist und ob mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der psychotischen Episoden stehen. Das Projekt Titan erlaubt uns, die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken, mit solchen Veränderungen umzugehen. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Aber erst nach Ankunft des Patienten X stiegen unsere Erwartungen. Patient X war der Katalysator, der zur vollständigen Annahme des Titan-Prozesses führte. Wir danken allen unseren Wohltätern für diese Gelegenheit. Wir repräsentieren alle medizinischen Fachrichtungen und bieten eine Gruppe. Ich weiß, dass das eine Falle sein wird. Batman! Sagen Sie nicht, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß, ich glaube, steht aber schon. Nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel! Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass er ins Gesicht geschlagen wird. Lass mich das beenden! Das grüßt er. Und weg ist er. Sei nicht so zufrieden mit dir, Bats. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Als ob es das jetzt schon war. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ganz ruhig, sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspurgaunern fertig. Okay, hier oben ist alles safe. Wir können upgraden. Was machen wir denn diesmal? Special Combo. Nein, das wollte ich nicht upgraden. Mann! Egal. Oh Gott, da steht doch schon wieder ein Geschenk rum. Was soll das immer? Jetzt so schnell wie möglich wieder rechts. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Geheimnis länger für mich behalten kann. Zu meiner Party kommen noch zwei alte Freunde. Einer von denen hat Angst, dass du gehst, ohne dich zu verabschieden. Der andere, naja, sagen wir mal, er wird genauso überrascht sein, dich zu sehen, wie du ihn. Oder auch doch links. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Ja, unsere Flügel mit geringen kaputt. Sicherheitsanforderungen bieten normalen, aber aufgewühlten Personen einen sicheren Hafen für eine Heilung. Das habe ich tatsächlich nicht gedacht, dass das kaputt geht. Große Auswahl an medizinischen, chirurgischen, diagnostischen und also das ist doch ja. Ja, die dürfte mich jederzeit behandeln. Ja! Das hat dazu geführt, dass die besten Einrichtungen des ganzen Staates. Ja! Diese Einrichtungen haben sich geändert.
Matthias Arken diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass... Ja, ich dachte gerade, wir rennen in die falsche Richtung, aber passt noch. Die sind ja alle ein leichtes Spiel für uns. Sind ja sofort weg. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich den Mund! Wenn der Boss mit dir reden will, redet er mit dir. Bis dahin, halt deine Klappe! Er ist hier! Was zum Teufel? Bitte nicht! Nein! Wir werden angegriffen! Oh, wie mies. Jemand muss es Joker sagen. Ach, wie dumm. Ich hab dich wie eine Geige gespielt. Oh, das war dumm. Und dann die Seiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Natürlich. Oh, das war dumm. Wieso machst du das? Gut, ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich... Oh, bitte nicht! Nein! Das war eine der leichteren. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Ja. Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Kein Problem, Doktor. Das gesamte Personal wurde gerettet. Sie sind sicherer, wenn Sie hierbleiben. Was machen wir jetzt? Rette Commissioner Gordon. Ah, wo sollen wir denn hingehen? Das gesamte medizinische Personal ist in Sicherheit. Zeit, Harley Quinns und Gordons Spuren zu verfolgen. Position auf Karte markiert. Okay. Also einfach den Gang folgen und links. Genau. Okay, machen wir das. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe Plätze an der Ringseite. Harley bringt Popcorn mit. Ich kann's nicht erwarten. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben. Können wir ihn dann töten? Zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Er kommt auf jeden Fall nicht mehr. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Unsere Flügel mit geringen Sicherheitsanforderungen bieten normalen, aber aufgewühlten Personen einen sicheren Hafen für eine Heilung. Eine genaue Übersicht über unsere Kosten und Gesundheitspakete finden Sie am Empfang oder unter Aua, das tat weh. Kopf zwischen Fuß und Wand. Ich glaube, das kann schmerzhaft sein. So. Die Zeiten in dieser Einrichtung haben sich geändert und wir glauben, dass durch unsere bahnbrechenden Techniken alle eine Heilung entgegensehen dürfen.
Wir repräsentieren alle medizinischen Fachrichtungen und bieten eine große Auswahl an medizinischen, chirurgischen, diagnostischen und Wellnessprogrammen an. Hast du sie gefunden? Geht's ihnen gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Batman, wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass die Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung... Ich bring sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Cash, nehmen Sie Dr. Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich. Der Boss sagt, er ist irgendwo hier drin. Schwärmt aus! Das können wir doch gut. Hä? Da oben, über uns. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Irgendwo nach oben. Da ist einer und da ist einer, okay. Wach auf, hörst du mich? Wach auf! Ja, da können wir jetzt gerade nicht rein. Was machen wir jetzt? Halt's Maul und such weiter. Lasst ihn hier, schwärmt aus und findet die Fledermaus. Du hast nur noch einen Kollegen. Warum sprichst du auf so viele an? Idiot. Eieieiei. Was für ein Krankenhaus ist das? Sieht mehr nach Folterkammer aus. Als ob er das nicht gesehen hätte. Als ob... Teilt euch doch wieder ein bisschen. Ich hasse Krankenhäuser. Da grusel ich mich immer. Uiuiui. Uiuiui. Die soll da mal wieder rauskommen. Machen möchte Gleittritt. Hallo? Ich hasse den Gestank von Krankenhäusern. Blitzschnell. Rein und wieder raus. Oh, kritische Sache. Hallo? Oh nee, nicht ernsthaft. Wir buggen hier gerade fest, ich kann nichts machen. Wo ist der hin? Ich bin hier am Buggen. Es funktioniert gar nichts gerade. Das ist nicht gut! Alter, wir hängen hier, Mann. Shit! Wir haben uns komplett festgebuggt. Ich komme nie mehr weg. Was ist das? Nein! Ich bin nicht! Lass mich! Bitte! Alter! Ach Mann! Als ob er uns jetzt erst umbringen muss. Können wir hier ernsthaft nicht weg? Lol. Was zum Teufel bist du? Dein schlimmster Albtraum. Nur jetzt gerade nicht. Ich hänge gerade fest. Könntest du mich bitte umbringen? Danke. Hallo? Bitte? Mann! Warum hängen wir denn hier fest? Wie mies ist das denn? Ja gut, dann müssen wir halt einen Neustart von Kontrollen machen. Das ist zwar scheiße, aber... geht nicht anders.
wenn das Spiel meint, es sich verbuggen zu müssen. Hast du sie gefunden? Ja, dann überspringen wir das schnell. Ziehen uns hoch. Der Boss sagt, er ist irgendwo hier drin. Schwärmt aus! Ja, ja. Halt die Schnauze. Alarm. Alarm. Als ob wir uns da jetzt schon wieder gegen waren. Das Krankenhaus ist das. Sieht mehr nach Folterkammer aus. Was zum... Schon wach auf! Verdammt, er ist ohnmächtig! Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten! Hört ihr? Batman, kannst du mich hören? Zeige dich! Ich hasse Krankenhäuser. Da grusel ich mich immer. Flup. Was machst du da? Aua, der ist mit dem Kopf noch dagegen geklatscht. Da ist der Blumentopf doch wieder im Weg. Ja, das sage ich. Full YOLO. Trotzdem wieder nach oben, bitte, danke. Fühle ich mich sicherer. Kommt schon! Schneidet mich ab! Bitte! Ich soll die abschneiden. Okay. Sind doch jetzt alle ausgeschaltet, oder nicht? Nochmal scannen. Ja, und sich schon. An sich sind's alle weg. Achso, wir sollen zum Fahrstuhl vielleicht. Geht nicht da hoch, danke. Dann gehen wir eben in den Fahrstuhl. Boah, ich hasse Fahrstühle. Zu leicht! Denk mal drüber nach! Ich hab dich in einer kleinen Metallkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Sag gute Nacht, Bats. Bumm! Kleiner Scherz. Ich hab noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Allen! Oh shit. Hier sieht so aus wie so Gas im Raum. So am Flimmern. Was ist los? Nur Scarecrow! Holt jemand hier runter! Holt jemand hier runter! Scarecrow! Oh nein! Sie sind hier! Holt mich hier raus, bitte, oh Gott! What? Sieht so aus, als ob der gute Doktor früh angefangen hätte. Deine Verabredung ist erst in ein paar Stunden. Du wirst sicher benachrichtigt, wenn er fertig ist. Sag dir, Bats, wovor hast du wirklich Angst? Dass du dabei versagst, diese Kloake von Stadt zu retten? Dass du den Commissioner nicht rechtzeitig findest? Vor mir im Springtanker? Ja!
Ich weiß nicht, wo es hier gerade lang geht, aber das kann man aufsprengen, nochmal bis aufgesprengt. Bitte hilf mir, Batman! Nein! Warum ist das fucking Bild so schief? Was geschieht hier? Warum? Das Bild ist mega schief, wir sind bestimmt irgendwie auf Crack oder was. Okay, da ist wer, also weil wir so langsam aufmachen. Gordon. Ist tot. Es tut mir leid, Trin. Barbara. Stop. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Was geschieht hier? Wir leuchten noch nicht immer so rot. Na gut. Okay, das werden wir dann wohl die nächste Folge herausfinden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!